Hallo, ich bin Pixelplayer Jack und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir sind hier gerade mit Mia gestrandet und haben vorhin den Vater, den Jack Baker, hoffentlich jetzt endgültig erlegt. Ja, gestrandet sind wir hier wegen dem kleinen Mädel. Und Zoe hat das Ganze, trotz dass wir das Serum jetzt in diesem Falle gefühlt an sie verschwendet haben, ja, leider nicht überlebt. Seltsame Flasche, eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Hand finden. Als sie im Baker-Anwesen aufwachten, scheint wichtig zu sein. Okay. Für was auch immer. Das ist ja interessant. Durchgehen wir jetzt hier gerade wieder eine Art Tutorial? Oh, wer ist das? Ethan? Ethan! Ach, das ist Ethan. Ethan! Oh. Ethan! Oh. Okay, da war gerade Ethan. Der hatte eine rote Anzeige. Bedeutet, er ist sehr angeschlagen. Schlimmsten Fall auch tot. Aber dann wird es keinen Sinn machen, dass dieses Viech gerade Ethan mitgenommen hat. Das bedeutet, das geht jetzt umgekehrt weiter. Wir müssen als Mia Ethan suchen. Weil die Kleine ihn gerade entführt hat. Ja, aufmachen. Oh, wir haben auch eine Taschenlampe. Der Sicherungskasten ist, so wie es aussieht, zerstört. Wir haben auch gerade nichts außer dieser seltsamen Flasche, um uns irgendwie zu wehren. Wir gucken die mal an. E001. Es könnte auch wieder eine Art Serum oder sowas sein. Oder Gegenstand für ein Serum, weil, naja, wie soll ich sagen, der Arm und auch der Kopf hatten jeweils so eine Nummer. Und entsprechend gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es auch irgendwie mit dem Serum zusammenhängt. Mal schauen, ob was. Diese Türen waren an für sich begehbar. Was war das? Ja, das freut mich auch. Nehmen wir jetzt ihre Warnzustände wahr? Puh. Was? Ach so, das, ach, das ist nur das Licht. Ich denke gerade, was läuft denn da hin und her? Ja. Sind nicht bewaffnet. Das gefällt mir so jetzt gerade gar nicht. Okay, dran vorbei. Oh. Das sind Körper. Okay. Diesem Symbionten hängen irgendwelche Körper drinne. Vermutlich von ehemaligen Passagieren dieses Schiffes. Weil ein Boot ist es nicht für mich. Das ist ein Schiff. Gut, was haben wir hier? Nichts drinne. Auch nichts. Scheint. Oh. Sind alle tot? Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt es hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Oh. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Okay. Ja, die haben die gleiche Idee wie ich. Wir brauchen Waffen.
Vielleicht gehörte das der Crew. Ja. Clipchart. Flipchart, so. Gut, hier scheinen wir nichts zu finden. Dann müssen wir wohl hier durchkriechen. Ist auch sofort geduckt. Ich habe gar nichts drücken müssen dafür. Können wir hier lang? Lang nicht. Zu finden gibt es ja auch nichts. Dort irgendwas? Nee. Und hier geht es wieder runter. Schön erstmal alles voll mit Käfern. Hoch geht's nicht. Ja, dann müssen wir wohl hier runter. Ich glaube, das ist nicht die beste Idee, einfach so irgendwo runter zu springen. Aber was blieb uns anderes übrig? Und da hinten kommen wir nicht weiter. Überall nur kaputte Stromkästen. Hier. Das sieht aus wie ein Server oder so. Ein Buch. Crewliste. Captain Ed Khalil. Ja. Chefingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Mechaniker Dwayne Chalmers. Kommunikationstechniker Jim Stockman und Arzt Gerald Waddle. Waddle? Ja, irgendwie so. Das sind insgesamt 7 Leute. 7 Leute. Du mit deiner Leichenstarre da. Ja, er muss sich vor etwas versteckt haben. Vermutlich. Und das Schlimme ist, wir haben ihn jetzt verraten. So, gucken wir hier rein. Dem war wahrscheinlich etwas seekrank. Jedenfalls haben wir dort keinen Kommentar zu. Schöne kleine Dusche. Duschwände fehlen. Was haben wir hier drinne? Auch nichts. Die Jungs müssen sich doch mit irgendwas bewaffnet haben. Hm. Okay. Dann gucken wir hier mal. Windig. Dort ist nichts. Hier vielleicht. Zettel. Dem Windwehen, bei dem Sofa auch nicht. Hier haben wir noch einen Nebenraum. Dort geht es nach oben. Schauen wir erstmal nach. Können wir hier runter? Nee. Okay, wir müssen sowieso nach oben. Aber wir wollten es ja nicht ununtersucht lassen. Ah, was haben wir denn da? LNG Tanker Annabelle. Gebaut 1987. Tragfähigkeit 71.000. DWT, ich weiß nicht, was für eine Maßeinheit das ist. Länge, ja, 289 Meter. Gar nicht mal so kurz, das Schiff. DWT. Da bin ich. Oh, bin nur ganz langsam weiter. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Nee, Evelyn. Heißt sie wirklich Evelyn oder ist das Mia in Jung? Sie sieht Mia auf jeden Fall ziemlich ähnlich. So durch die Haare würde ich fast darauf schließen. Hier dort ist eine Leiter.
Wir finden auch nichts Brauchbares irgendwie. Also wir haben jetzt gerade irgendwie auch nur den Weg zu folgen. Dort haben wir einen... Ach nee, ist ein ganzer Körper. Ja, wir werden hier wahrscheinlich... Ja, wollen wir nochmal gucken. Wir müssen hier wohl runter. Was ist das? Ein Stahlträger. Ach komm. Spiel. Lass uns jetzt hier runterspringen lassen, damit wir wieder hochklettern dürfen. Was ist das? Du hast gesagt, wir können eine Wurzeln Familie sein. Hab ich das? Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt. Okay. Ja. So. Gucken, was hier so ist. Oh. Leute, wir können uns nicht wehren. Zumachen. Doch. Ernsthaft? Können wir nicht verwenden. Ja, super. Was soll ich denn jetzt bitte machen? Ja, wir können die Kiste nicht kaputt machen. Ein Kraut. Das ist schon mal schön. Wir können uns schon mal heilen. Was haben wir hier? Nichts. Das ist nicht so schön. Och, gibt's hier nicht irgendwo was Nützliches? Wir haben keinerlei Waffen. Nichts, was uns vor einem Tod bewahrt. Das können wir nicht kaputt machen. Hallo? Nee. Gut, finden wir hier etwas? Nicht wirklich. Und dort fehlt uns eine Sicherung. Können wir das als Sicherung benutzen? Okay, das Viech hat uns nicht gesehen. Es läuft dort einfach nur auf und ab. Hier runter kommen wir, glaube ich, auch nicht. Oh, doch. Oh. Das ist wohl... verrostet gewesen und abgegammelt. Ja. Wo gehen wir jetzt lang? Wir sind unbewaffnet und überall sind irgendwelche Viecher. Das gefällt mir gar nicht. Und ich gehe davon aus, dass die keinen Halt davor machen, uns auch anzugreifen. Bleibst du dort? Nein! Boah, rein da! Zumachen! Ja. Geh weg! Brauchst du ja jetzt nicht campen. Das pulsiert hier noch erstmal schön rum. Och Mann. Warum haben wir denn hier keine Waffe? Warum können wir das nicht einfach zerstören? Verschwinde. Der wartet da wirklich. Ach Mist, was machen wir denn jetzt? Ja. Nach Ethan suchen. Nach einer Sicherung suchen. Ja, alles schön und gut. So.
Oh, und laufen, und laufen, und laufen. Sei bitte schnell. Ach, das ist doch ein Witz. So. Boah, bleib weg. Und jetzt eine Waffe bitte, irgendwo. Doch, leer. Du hattest was zu lesen. Ich möchte nichts zu lesen haben. Ich brauche keine Toilettenlektüre. Wir brauchen dringend etwas, womit wir uns wehren können. Ansonsten bleibt uns gerade nur weglaufen. Gut, liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Kapitän verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffs zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen, was der wohl befürchtet. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich vermisse dich. Liebe Jim. Ja, das war dann ein Brief von Jim, der nie sein Ziel erreicht hat. Nimm doch den Feuerlöscher, können wir doch mit zuhauen. Was haben wir hier? Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit in der Schwarzen Lagune. Tja. Schwarze Lagune können wir das hier glatt nennen. Kuckuck. Kleines Fenster, aber wir lassen die Tür zu. Hallo? Okay, die lassen wir jetzt eben offen. Vielleicht müssen wir dann nochmal wieder durch. Hallo? Okay, wir können die nur durch diesen Nebenraum hier abhängen. Psychotonikum ist gar nicht mal so schlecht. Okay, da schauen wir mal. Für uns ist es schon zu spät. Aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen, und sah, wie Clark von einer Art schwarzen Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen. Schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Ja. Damit haben wir schon 2 Briefe. Ja, den Leuten ist es hier auf dem Schiff nicht so gut ergangen. Wir haben hier auch eine zweite Kiste, aber auch die kriegen wir nicht geöffnet. Auch nicht mit Pillen.
Ich glaube, die können wir noch in Löcher dagegen werfen. Kurz gucken. Nichts in der Nähe. Lassen die Tür eben offen. Ich habe hier ein bisschen Muffe, weil ich habe hier vorhin am Ende des Ganges etwas rumkriechen sehen. Wo? Oh, hinter mir? Über mir? Nee. Im Fahrstuhl auch nicht. Hallo? Puh. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Speicherraum. Siehst du aus, als wolltest du nach dieser Schublade greifen, beziehungsweise man kann es ja noch sehen, aber da ist bestimmt was Gutes drin. Ja. Eine Pistole mit 2 Schuss. Wir könnten die Kisten damit zerstören. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Weil wir können damit nicht zuhauen. Pack die aber nochmal weg, weil ich kenne das ja, ich drücke ganz gern mal aus Versehen drauf und ja, hab dann geschossen, obwohl ich es nicht wollte. Aber ist auch egal, wir haben eine Waffe. Dann gehen wir da hinten nochmal wieder in den Raum. Mal schön umgucken dabei. Tür zu. Weiß nicht, ob es die Monster anlockt, aber ich werde jetzt gleich auf die eine Kiste schießen. Wo ist sie denn? War doch hinten da. So. Eine Erste-Hilfe-Arznei. Naja, okay. Das habe ich mir ein bisschen besser erhofft. Er hat uns hoffentlich nicht bemerkt. Sieht zumindest nicht danach aus. Aber irgendwo hier in den Gängen kriecht noch sein hässlicher Bruder. Dort haben wir den Raum mit der Sicherung. Bitte Munition. Schießpulver. Tja. Wir haben Schießpulver gefunden. Brauchen wir nur noch eine flüssige Chemikalie. Und hier können wir tatsächlich gerade nur im Kreis rennen. Ich glaube, das sollten wir nutzen. Boah. Habe ich Muffe gehabt. Gut, da kommen vorne kommen wir so nicht ran. Wir haben auch nicht die richtigen Utensilien dafür parat. Hallo? Wo bist du? Wo? Komm. Wo? Komm. Genau, einfach mitkommen. Boah, einfach mitkommen. Genau. Hm.
Hallo. So, Türen öffnen konntet ihr, glaube ich, nicht. Bist du jetzt weggepluppt? Ernsthaft? So, das Einzige, was wir hier probieren können, ist hier vorne ein Viech einzusperren. Ich hätte aber lieber beide Krabbler dabei. Ach, ist das schwer. Ist das schwer. Ja, zum Heilen haben wir jetzt was dabei. Wir könnten auch mal ein Risiko eingehen. Aber mit zwei Patronen wären wir echt nicht weit gekommen. So, jetzt mal hier rechts kommen. Dort. Ja. Sicherung. Ja, reicht. Weg. So. Haha. Gut. Sind wir mehr oder weniger in Sicherheit? Sieht so aus. Basteln wir uns erstmal eben Munition. Die haben wir jetzt. Und jetzt können wir die Sicherung einsetzen. Waffe eben einmal... Genau. Waffe einmal laden. Und wieder wegstecken. Bevor wir missbauen. So. Hier haben wir eine Karte. Wir sind auf 1F. Dann gehen wir mal auf 2. Erstmal gucken. 2F. Küche, Dining Room. Okay. Ja, gehen wir mal höher. Sind wir hier auf 2F. Verschlossen. Das bedeutet, wir werden wohl später noch auf 2F landen. Sind wir auf 3F. Hallo? Sieht noch immer nicht ganz so einladend aus, aber ist auf jeden Fall schon mal besser. Besser als dieses zugewachsene, keine Ahnung, was. Jetzt guckst du in Ruhe Fernsehen, oder was? Siehst dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Woran erinnern? Ich kann und darf nicht auf sie zielen. Ja, bleib erstmal sitzen. Ich guck mal nach, ob ich hier was finde, womit ich dich aus dem Weg schaffen kann, weil du bringst hier nur Unruhe. Alte Videokassette. Ja. Die sieht nicht gerade abspielbar aus. Aber wir werden es ja sehen. Was genau auf diesem Video drauf ist. Oh, hier haben wir noch ein Speichergerät. Wenn es denn eins ist. Keine Ahnung, kann auch so einfach nur ein Aufnahmegerät sein. Beziehungsweise Kassettenrekorder. Hier sehen wir... Ah, doch, das ist eine Tür, die allerdings noch verschlossen ist. Ja, wir gucken uns das dann wohl gleich an, ne? Gut. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen.
Falls es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben, gebt einen Kommentar ab und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!